Versunkenes Königshaus. Stoff. Versunkenes Königshaus, okay. Eines im Stil eines uralten Geschlechts von Königen. Sehr hübsch. Eine Maxi-Rübe. Ah, oh, die habe ich immer gern gehabt. Weil die sehr viele Herzen gegeben haben. Die waren praktisch. Stoff der Göttin. Im Stil der Göttin. Wow. Was zum? Entschuldigung. Die müssen sich auch denken, alle räumen den Müll dann weg. Die Schattenmütze. Der Held, der gegen Schatten kämpfte, soll sie getragen haben. Riecht ein klein wenig nach nassem Hund. Ah, sie sind so lustig, diese Entwickler und alle, die hier verantwortlich sind, so witzig. Die haben einen Sinn für Humor, der ist... Ich bin in Sorge, wir sind alle in Sorge, alter Mann. So, wir machen uns auf und untersuchen mal, was dort drüben so ist. Pferde. Sehr gut. Da gibt's nichts zum Verstecken. Ganz vorsichtig. Oh. Ja, da geht's nicht lang. Du bist da lang. Komm, geh hier rüber. Super. Sehr schön. Ja, ich weiß. Ja, aber da kannst du nicht lang. Super. Ah, ein bisschen im Trab. Entlang. Und zwar nach da. Jo. Na, was regst du dich so auf? Zielerfassung. Aha, Wölfe. Rauru-Dorfruine. Ein Denkmal jenen Seelen. Okay. Ah, warte. Ja, bleib mal ganz ruhig da. Ja. Bleib mal da. Ich könnte ja eigentlich zurückreiten und das da registrieren. Einfach, warum nicht, oder? Bevor ich hier weitermache. Ich mach das mal ganz schnell. Und registriere unser erstes Pferd, ne? Ein hübsches, braunes Gefährt. Na komm, du machst das eh ganz toll. Weil dann kann ich es auch rufen. Und kann es aber weiter weg abstellen. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, ich mach's nicht. Ja, okay. Oh, willkommen. Das hier, falls du übernachten möchtest. Ja, registrieren. Das Pferd, das du registrieren möchtest, ist... Unseren Büchern zufolge hast du... Was? Ich werde die Registrierung sofort erneuern, also wirf doch später mal ein Auge drauf. Du möchtest dieses Pferd registrieren, ja. Möchtest du es registrieren? Ja. Gewöhnlich erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen. Im Moment gibt es eine Sonderaktion. Dein erstes Pferd wird kostenlos. Da dein neues Pferd registriert ist, ein Stallpunkt. Bock! Gut, dann lass mit der Registrierung beginnen. Bitte gib zuerst den Namen für dein Pferd an. Oh mein Gott, ich muss das benennen. Merrick. Ich
weiß nicht, wie Mensch das schreibt, aber ich weiß, wie du es aussprichst. Also schreibe ich so, wie ich es ausspreche. Ah, oh, es geht nicht. Merrick ist da. Ich habe wieder ein bisschen Yu-Gi-Oh! Bridge geschaut. Okay, dann einfach nur Merrick. Yeah. Also, der Name ist jetzt registriert. Möchtest du weiterreisen? Ja, ich nehme es gleich mit. Oh, sehr schön. Kennst du vielen Vorteile? Einen Sattel, die Mähne frisieren, falls du pfeifen möchtest. Ja, ich weiß, wie ich pfeife. Wenn es allerdings zu weit weg... Okay, haben sie wieder so gemacht. Toll! Toll! Vor allem das Ding ist auch, das Pferd, glaube ich, läuft auch nicht zurück zum Stall, wenn du 50 Millionen... Gut gemacht, Medic! Wenn du 50.000 Kilometer entfernt bist und das Pferd ist so, okay, der kommt nicht wieder, dann rennt es trotzdem nicht zum Stall zurück, sondern bleibt dort stehen, wo du es gelassen hast und dann... Nicht, Medic! Don't do it! Er ist einfach nach links gerannt. Er war so, nein, da möchte ich jetzt nicht. Er hat sich übrigens jetzt sein Geschlecht... hat sich geändert, weil sein Name ist jetzt Medic. Also identifiziert er sich jetzt als Kerl. So. Ich möchte mich hier umschauen und dich stelle ich hier drüben ab, wo du ein bisschen in Sicherheit bist. Da drüben ist ein Zelt. So, bleib stehen. Ja, du bist eh brav jetzt. Ja, da gibt's immer irgendwas. Da drüben ist ein Zelt. Und die schauen sich da um. Ich gehe zuerst mal den Brunnen besuchen wir dann. Ups, das. Entschuldigung. Moblinhorn. Einst Teil einer Schädelmutation und sehr hart. An einer Waffe befestigt, erhöht das Horn die Angriffskraft Koches mit Kleingetier. Prügel, okay. Ich glaube, viel ist hier nicht. Die stand nur so rum. Aus Spaß. Da hinten habe ich noch was gesehen, aber dazu rede ich erstmal mit den Herrschaften hier drüben. Den Brunnen darf ich nicht vergessen. Weil die schauen, da hinten ist nämlich was, schau. Ja, da kommen wir vielleicht von hier nach darüber. Mal schauen. Was ist hier los? Nicht mehr lange, diese Schatztruhe. Nicht mehr lange, nicht mehr lange, dann fällt mir was ein. Du bist der Hammer, Bruder. Ich dachte kurz, da steht Pissen. Aber sein Name ist Prissen. So schlau wie du bist, ist die Schatztruhe halt unser, garantiert. Momentchen mal, Prissen. Hey Kerl, hörst du öfter mal wildfremden Leuten zu, wenn sie was Profitables zu bereden haben? Frechheit. Bah, wo kommt der denn her? Hat der etwa alles mitbekommen? Wir haben die Schatztruhe als erste gesehen, also gehört sie uns, kapiert? Dazu ist drumrum nur bodenloses Moor, das einen mit Haut und Haar verschlingt. Kein Halt, keine Überlebenschance. Aber der Schatz ist ganz sicher in der Truhe. Ich kann es einfach spüren. Randhalten, Prison. Kannst du mir gleich eine Karte aufmalen? Ich meine, ich sehe es von hier aus eh. Entschuldige, Bruderherz. Ist mir so rausgerutscht. Kommt nicht wieder vor. Mann, oh Mann. Da grübelt man sich einen Ast ab und wird dazu noch gestört. Behalt das Ding im Auge, klar? Und du? Hör auf, ehrbare Schatzsucher bei der Arbeit zu stören, Claro? Bist uns im Weg. Unser Schatz. Waren die nicht schon im letzten Spiel? So zwei Leute. Dumit Duck. Rauru Hügelkette. Dumit Duck und Prison planen die Bergung einer Schatztruhe, die sich inmitten eines Sumpfes befindet. Dieser Sumpf hat den Ruf, besonders gefährlich zu sein. Ein falscher Schritt und ihre Schatzsucher fände ein jähes Ende. Mit Hilfe eines tragfähigen Bodens
könnten sich die beiden viel gefahrloser durch das morastige Gelände bewegen. Huch, ja. Ich meine. Okay, dann ist das. Oh, hallo. Ramdas, Schatz. Ja. Wie geht's? Wie steht's? Ja, so ein gesunder Fußmarsch kommt wohl nie aus der Mode. Und mit Mode kenne ich mich auch. Suchst du vielleicht ebenfalls Ramdas, Schatz? Wie jetzt? Du weißt darüber nichts? Sag mal, was sagt Mensch denn dazu? Räuberkönig Ramda, eine wahre Legende aus früheren Zeiten, soll dich ungeheure Reichtümer zusammengerafft haben. Dabei legt er einen ungemein edlen Modegeschmack an den Tag, so heißt es. Ja, er soll die schönsten Kleider auf der ganzen Welt gesammelt und überall hier versteckt haben, hier in Hyrule. Wenn Mensch so einem Gerücht auf die Spur kommt, muss Mensch sich natürlich sofort auf die Suche machen, nicht wahr? Daher gibt's für mich und alle anderen Modekenner des Landes nur eins, Ramdas Schatz finden und auf ewig glücklich sein. Nun, unser Treffen hier heute ist sicher kein Zufall, oh nein. Soll ich dir zur Feier dieses Anlasses verraten, wo Ramdas Schatz den Gerüchten nach verborgen sein soll? Raus mit der Sprache. Wusste ich's doch, dass du heiß drauf bist. Du, hast ja eine Landkarte dabei, hoffe ich, oder? Ja, bitteschön. So. Also, meinen Infos nach ist es so. Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz befindet, das stark und mächtig macht, befindet sich irgendwo hier. Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das aus dir einen flinken Kletterer macht, befindet sich irgendwo hier. Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das selbst vor Blitzschlag schützt, scheint irgendwo hier zu ruhen. So viel habe ich wenigstens von meinen modebegeisterten Bekannten gehört, die so wie ich durch die Lande ziehen. Ich kämpfe ja nicht und klettere auch keine Berge hoch, daher hätte für mich die Ramda-Kollektion eher Sammlerwert. Für wahre Recken wie dich, die mutig und verwegen durchs Land abenteuern, wäre Ramdas sicher ein Segen. Achso, da fällt mir was ein. Sag mal, kennst du eigentlich die großen Feen? Was für große Feen? Die großen Feen leben über ganz Hyrule verstreut und haben die Gabe, unsere Kleidung zu segnen. Aber irgendwie, seit diesem Kataklysmus haben sie sich ganz schön rar gemacht, so heißt es. Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass ich beim Stall des Waldes im Osten eine sah. Wie kann das sein, huh? Verzeih mir, du warst seit langem der Erste, mit dem ich plaudern konnte. Da habe ich ganz die Zeit vergessen. Aber jetzt mache ich mich mal wieder auf die Suche nach dem Schatz von Ramda, dem Räuber. Ciao und alles Gute. Yo, dankeschön. Okay, das gehört dann den Herrschaften hier. Da können wir dann sicher hoch, da. Okay, also dann werde ich erst einmal in den Brunnen fliegen, in einen Stall gehen. Vielleicht verbindet er uns ja nach da. Wow. Huch. Ist das auch Moor? Ah, aber schau mal. Aber die kann ich nicht nach oben transportieren, glaube ich. Oh. Oh. So. Eine Menge Leuchtsam. Naja. Leuchtsam scheinen offenbar wichtig zu sein in dieser Welt. So. Erstmal so. Wie er sich da durch die Erde durchgräbt. Okay. Also wir brauchen Zeug, das wir darauf legen können. Schauen wir mal. Mich nur interessiert. So. Yep, okay, interessant. Aber gut zu wissen. Das Ding ist dann eher zum Werfen da. Wie geil. Wollte ich auch noch ausprobieren, ob das überhaupt geht. Entdeckt Höhle der Rauru-Hügelkette. Okay, wir werden kurz mal was essen. Ah ja, und
Schauen, ob wir andere Klamotten haben. Ja, schau mal. Njam. Dabei kann ja das da aufsetzen, ja. Oder das da. Er trägt die da? Okay. Ich glaube, wir tragen eh die besten Sachen. Nein. Einmal speichern. So. Rechts oder links? Das ist hier die Frage. Ist ja ekelhaft. Na komm. Krabbel doch. Versuch's. Warte. Ich brauche was Stärkeres. Sehr schön. Ein Reiseschild. Boah, das brauche ich jetzt nicht. Okay, das geht auch bald kaputt. Uah. Okay. Was geht hier? Oh. Oh! Okay. Toll. Da kommen wir nicht drüber. Zumindest nicht so. Nein. Okay. Ich hatte gehofft, vielleicht liegt dann da was. Was ich. Ich habe mich gerade so zur Seite gebeugt, so, vielleicht sehe ich ja was. Nee. Okay, wir müssen irgendwo Holz finden. Dass ich dann. Was ist das? Okay. Cool. Wir brauchen Holz. Und im Brunnen lag zwar was, aber ich weiß nicht, ob wir das rausbekommen von dort. Wir können es versuchen, weil wir brauchen mindestens zwei Teile, mit denen wir dann. Ja, okay, da hinten liegt auch was. Schau mal. Da ist eine Truhe. Jups. Ein Soldatenschwert. Wir können mal so. Und dann können wir. Wo ist es? Nein, können wir nicht. Okay, schade. Nope, ich möchte den hier. Okay, wir haben da ein Teil. Und da, sehr gut. Jawohl, okay, cool. Einfach mal mitnehmen. Wir bauen uns von hier.
Das geht aber unter. Brauche ich da... Wie mache ich denn das? Ich dachte, es bleibt so afloat. Bleibt das da? Afloat vielleicht? Nicht wirklich. Ich dachte, du kannst das so drüber bauen. Warum geht denn das unter? Sinkt wie ein Stein. Wenn ich gleich eine Brücke baue. Na. Ich kann, glaube ich, hier so drüber bauen. Aha. Okay. Lebensgefährlich, lebensgefährlich. Na. Ups. Trying to turn it, but I'm not capable. Aha. Okay. Okay, wir holen noch ein Teil. Hopsa. Ich nehme mal zwei Teile mit. Sieht aus wie ein Sandwich. Ein richtig ekelhaftes Sandwich. Okay. So. Oh. Okay. Da kommen wir aber auch von hinten rum. Na wow. Okay. Naja, okay. Wir haben zumindest das da, also. Upsa. Dort. So, ich will ihn mitnehmen und dann hinten in die Höhle reingehen. Da ist da was? Ja. Chilis. Nehme ich gerne. So, Leute. Ich habe die Truhe geholt. Alles weg, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Manchmal fällt mir ein, wie die Schatz unter den. Hä? Prison!
Wo ist er denn auf einmal hin, unser Schatz? Ich meine, haben die mich nicht gesehen? Die waren doch die ganze Zeit da. Nicht verzagen, Prison fragen. Der Typ da hat ihn sich geschnappt. Prison, hast du etwa nur dumm auf die Truhe draufgeschaut? Im Auge behalten heißt was anderes. Habe ich doch auch. Nicht nur in einem Auge, in beiden mindestens. Und deswegen habe ich auch gesehen, wie der Typ da sich alles geschnappt hat. Hab nicht weggeschaut. Du hast nur draufgeschaut? Anstatt Wache zu halten, dem Kerl mal auf die Finger zu klopfen? Also gut, wer zuerst kommt, krallt zuerst. Die Sache ist für uns gelaufen. Aber du da, du hast ziemlich was auf dem Kasten, weißt du was? Weißt du das? Bist du etwa auch ein Schatzjäger, so wie wir? Ja, sag schon, bist du ein Kollege von uns? Du bist doch nicht einfach auch hinter Ramdachs Schatz her, oder? Doch? Prison, psst. Entschuldige, vergiss einfach, was du gerade gehört hast. Ramdas Schatz? Ja, jetzt hat er Blut geleckt. Gut, Ramdas Schatz kennst du also nicht, daher wirst du wenigstens schon mal kein Schatzjäger sein. Fein. Dann ist es auch egal, wenn ich dir was darüber verrate. Mensch ist ja kein Unmensch, wenn einer zuschaut. Räuberkönig Ramda war ein im ganzen Königreich bekannter Strolch, der Unheil stiften konnte wie kein Zweiter. Und dazu war Ramda auch echt eitel und hat sich seit Zeit seines Lebens eine riesige Kleiderkollektion zusammengerafft. Und wie das Leben so spielt, soll dieser millionenschwere Bodenschatz irgendwo hier in Hyrule versteckt sein. Wir wollen unser Glück mal in den ganzen Höhlen versuchen, die der Kataklysmus aufgerissen hat. Zuerst in Eldin, gleich hier um die Ecke. Als noch ständig der Todesberg ausbrach, konnte Mensch sich ja dort nicht hinwagen. Aber nun ist alles schön runtergekühlt und voll mit felsigem Untergrund. Und wo viel Fels ist, da sind auch viele hübsche Höhlen. Unbekannt, unerforscht und unheimlich schatzverdächtig. Sag mal, du selten unerträgliche Plaudertasche! Kann Mensch dich auch irgendwo abstellen oder bindest du aus Prinzip jedem dahergelaufen deine Lebenspläne auf? Also, pardon, bitte überhör das wieder. Also rückwirkend, ja? Klar doch, unser Schatz, Dummy Duck und Prison, die auf der Suche nach Ramdas Schatz sind, waren ziemlich enttäuscht darüber, dass ihnen ihre Beute vor der Nase weggeschnappt wurde. Doch es gibt noch ein paar Höhlen, in denen sie Teile von Ramdas Schatz vermuten. Dieser soll aus einer Reihe wertvoller Kleidungsstücken bestehen, die der Räuberkönig einst in ganz Hyrule versteckte. Okay. Ist Colton? Naja, genau, das ist der. Die vier Regionen, das war im Untergrund. Jo. So, dann gehe ich da nach hinten.